ÖVP ist jetzt für eine Schuldenbremse in Verfassungsrang. Warum ist die ÖVP für eine Schuldenbremse in Verfassungsrang? Ja, weil die SPÖ am Freitag ihre Präsidiumsklausur hatte und wenn die eine Präsidiumsklausur hat, dann sind dort alle Journalisten und alle Zips sind am Abend voll mit der Präsidiumsklausur. Und in so einem Fall überlegt sich dann die politische Konkurrenz Folgendes. Das ist gewissermaßen erste Klasse Grundschule Spin-Doctorship, dass man sich dann überlegt, Herst, wir brauchen was, was denen die Show stiehlt. Fällt irgendwem was ein? Und irgendeiner sagt dann, Schuldenbremse in Verfassungsrang, das gibt Schlagzeilen, das vertreibt die anderen aus die Schlagzeilen. Und dann sagt vielleicht sogar einer, aber wir sind doch gar nicht für eine Schuldenbremse in Verfassungsrang. Und der Spin-Doktor sagt dann vielleicht, wurscht, das ist das Einzige, was uns eingefallen ist, das müssen wir so machen, oder willst du vielleicht, dass der Faymann die ZIP am Abend dominiert? Und so, auf diese Weise, wird bei uns eine Regierungspartei zum Vorkämpfer für Schuldenbremsen in Verfassungsrang. Shortly? Und auf Ihre Frage, was das heißt, sage ich Ihnen shortly, without von Delay. Und damit sage ich jetzt noch gar nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, so eine Schuldenbremse. Aber diese Unernsthaftigkeit, mit der politische Parteien bei uns hier zu ihren Positionen kommen, die Frivolität, mit der die glauben, wir merken das nicht. Also da kann man eigentlich nur sagen, wie dumm sind die, dass die glauben, dass wir so dumm sind. Shortly? Und auf Ihre Frage, was das heißt, sage ich Ihnen shortly, without von Delay. Und übrigens, auf der anderen Seite ist das ja nicht viel anders. Wenn der Faymann glaubt, die Forderung nach Wehrpflichtabschaffung sei in Popularitätshinsicht nützlicher als die nach Vermögensteuern, dann wird erstere forciert und letztere wird einer Arbeitsgruppe zugewiesen. So, und jetzt kurz zur besten Meldung der vergangenen Woche. Der Schüssel, der ist endlich endgültig weg. Und den Grasser, den hält er übrigens immer noch für einen tüchtigen Burschen und da hat er schon recht. Mir ist erst in den vergangenen Tagen, sind mir die Augen aufgegangen, was für ein tüchtiger Bursch dieser Grasser ist. Der hat ja 8 SIM-Karten. Warum? Naja, wahrscheinlich, weil er gedacht hat, da ist man einigermaßen abhörsicher und darauf muss man ja achten, wenn man so super sauber ist wie der Grasser. Sonst könnten ja die Ermittler draufkommen, dass man total super sauber ist. Aber was die Tüchtigkeit des Grassers angeht, 8 SIM-Karten, das muss man sich mal praktisch vorstellen. Ich meine, ich werde ja schon fahrig, wenn ich mal eine SIM-Karte von einem in ein anderes Handy stecken muss. Mache ich eh nur 3-mal im Jahr oder so. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, Sie haben 8 SIM-Karten und die stecken Sie jeden Tag 3-mal um, mal die eine, dann jene. 8 SIM-Karten, 3-mal wechseln, mindestens 24-mal am Tag, also dieses Rein-Raus-Spiel. Also ich käme zu nichts anderem mehr, nur mehr SIM-Karten wechseln den ganzen lieben langen Tag. Wie der dann auch Zeit gefunden hat zum Regieren oder für seine super sauberen Geschäfte. Oder hat er vielleicht einen Praktikanten oder eine Praktikantin beschäftigt, nur zum SIM-Karten wechseln? So, aber jetzt zu Wichtigeren als zu Leuten, über die die Geschichte hinweggegangen ist. Zur Frage von Vermögensteuern, weil dieses Thema bleibt ja, da kann die SPÖ noch so viel Deeskalationsarbeitsgruppen einsetzen. Und der Faymann, der ist mittlerweile eh schon mehr für Vermögensteuern. Erstens, weil ihn seine Partei dahin geprügelt hat und zweitens, weil er glaubt, wenn er das Thema am Köcheln hält, also so low-key am Köcheln hält, dann kann ihm das im nächsten Wahlkampf nützen. Ich glaube, der denkt sich das so, wenn er es schafft, dass es dank der ÖVP bis dahin keine Vermögensteuern gibt, dann kann er im Wahlkampf sagen, wir sind für Gerechtigkeit und die ÖVP, die sind für die Reichen. Oder glaubt irgendwer, dass der Bundeskanzler grundsätzlichere Erwägungen anstellt? Also ich glaube, der stellt nur kleinliche, taktische Erwägungen an. Ich glaube, der kann gar nicht anders. Und da ist er natürlich geschickter als die ÖVP, die sich zurzeit ostentativ als Interessensvertretung des reichsten 1% der Bevölkerung präsentiert. Das ist ja nicht gar so geschickt. Ich meine, das sind ja nicht so viele Leute, dieses 1%. Das kann wahltaktisch ziemlich in die Hosen gehen. Vor allem, wo ja viele aus diesem reichsten Prozent noch dazu gar nichts dagegen haben, auch fair und angemessen an der Finanzierung des Staates beteiligt zu werden. Da gibt es ja mittlerweile gar nicht so wenige, die sagen, hey, bitte, wir würden so wahnsinnig gern mehr Steuern zahlen, ein bisschen Steuern würden wir gern zahlen und die ÖVP sagt, nein, da sind wir dagegen. So, aber jetzt lassen Sie mich bitte ein paar nicht taktische Erwägungen anstellen. Natürlich darf man nicht so blauäugig sein und so tun, als könnte es praktische Politik ohne taktische Erwägungen geben. Aber ich sage doch, es muss schon primär darum gehen, was richtig ist und was falsch ist. Also,
Vermögensteuern. Sogar die Idee eines Volksbegehrens für Vermögensteuern spukt seit ein paar Wochen durch die Debatte. Ein möglicher Forderungskatalog wird seit vergangener Woche schon im Internet diskutiert. Das geht von klassischen Steuern auf bestehende Vermögen über 1 Million Euro bis zu Vermögenszuwachssteuern, aber auch bis zur Erhöhung des Spitzensteuersatzes für hohe Einkommen ab 500.000 Euro, was ja eigentlich keine Vermögensteuer ist. Aber zu dem Gesamtpaket gehören natürlich auch Steuererleichterungen, niedrigere Eingangssteuersätze und neue Steuergrenzen, sodass man als Klein- und Normalverdiener nicht so schnell in die Progression nach oben rutscht. Und da kann man jetzt natürlich noch 100 Dinge diskutieren und auf ihre Sinnhaftigkeit überprüfen. Darum geht's ja gar nicht. Worum es geht, das ist, dass doch eigentlich alle Leute wissen, was sinnvoll wäre. Sinnvoll wären höhere Steuern auf Vermögen, dafür weniger Steuern auf Arbeit. Weil der normale und gehobene Normalverdiener, der ist an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit, was Steuern und Sozialabgaben betrifft. Bei dem gehen 50% ab, leicht oder mehr. Und bei jemand, der 1 Million oder mehr im Jahr verdient aus den verschiedensten Quellen, bei dem gehen nie und nimmer 50% ab. Und das müsste man umdrehen. Und das weiß doch im Grunde ein jeder. Und wer etwas anderes behauptet, bei dem kann man in der Regel davon ausgehen, dass er nicht redlich argumentiert, dass er aus privatem Egoismus Nebel verbreitet oder Klientelpolitik macht oder was auch immer. Aber ich würde sogar noch weitergehen. Wir müssen die Staatsdefizite, die wegen der Finanzkrise aufgelaufen sind, abbauen. Deshalb sollte man folgenden Deal machen. Zeitlich befristet Vermögensteuern als zusätzliche Einnahmequelle und wenn die Staatshaushalte dann wieder im Lot sind, dann senken wir die Steuern für Normalverdiener. Das wäre doch ein Zwei-Stufen-Schritt, auf den sich jeder vernünftige und verantwortliche Mensch einigen können sollte. Und was mir gerade deshalb so ein bisschen auf die Nerven geht in dieser Diskussion, ist immer, dass das so dargestellt wird, als ginge es da gegen die Reichen. Von den Gegnern der Vermögensteuern wird ja so getan, als würde man das fordern aus irgendeinem Neid gegen die Reichen. Aber auch von manchen Linken und Sozis kriegt das manchmal so eine rhetorische Schlagseite, so eine Klassenkampf-Schlagseite von der Art, so, jetzt nehmen wir euch euer Gerstl weg. Aber es geht hier nicht um Klassenkampf oder weniger altmodisch ausgedrückt um die Interessen jener oder dieser Bevölkerungsgruppe. Es geht primär doch darum, was eine vernünftige Verteilung ist und was ökonomisch vernünftig ist für eine Volkswirtschaft, für ein ganzes Gemeinwesen und das heißt in letzter Konsequenz, was für alle vernünftig ist. Und da gilt mal erstens, fiskalische Disziplin ist notwendig, aber fiskalische Disziplin ist halt schwierig, wenn eine Partei mit Klientel Politik versucht, den Beitrag eines Teils der Bevölkerung zu minimieren. Also wenn es der primär darum geht, zu sagen, unsere Wähler sollen nichts zahlen. Und zweitens gilt, dass die Schere zwischen den großen Vermögen und den normalen Leuten, sowohl was die Vermögen eben, aber auch was die Einkommen betrifft, sich stetig öffnet, das ist auch nicht vernünftig. Das ist grundsätzlich gesellschaftlich nicht vernünftig, aber es ist auch nicht ökonomisch vernünftig. So wie das der Unternehmer Christian Köck in der Vorwoche im Profil gesagt hat, ein Mann, der reich genug ist, dass er natürlich einer jener wäre, der von höheren Vermögensteuern betroffen wäre. Also der sagt, eine Budgetkonsolidierung ist notwendig, aber es ist verrückt, eine ohne dies wackelige Konjunktur abzuwürgen. Das heißt, sparen ja, aber sicher nicht jetzt. Das Geld, das die Staaten kurz- und mittelfristig brauchen, kann nur von denen kommen, die viel haben. Wenn ich jenen Geld wegnehme, die wenig haben, beschädige ich die Wirtschaftsleistung und ungerecht ist es auch. Wenn jemand 10 Millionen Euro im Jahr verdient, spricht nichts dagegen, dass er für die letzte Million 90% Steuern zahlt. Ein Staat funktioniert nur, wenn die Bevölkerung mehrheitlich glaubt, dass es fair zugeht. Was passiert, wenn dieses Gefühl verloren geht, sehen wir in Athen, Madrid und Großbritannien. Aus der Sicht von jemandem, der vermögend ist, gerne hier lebt und sein Geld nicht in eine private Polizei stecken will, ist es logisch, etwas davon herzugeben, damit wir gemeinsam gut hier leben können. In egalitären Gesellschaften lebt es sich besser. Damit wir gemeinsam hier gut leben können, das ist der Punkt. Weil erstens in einer Kreislaufökonomie ist der Wohlstand meines Nachbarn auch die Quelle meines Wohlstands, weil wer reich ist, wer sich ein Unternehmen aufgebaut hat, der wird halt nicht lange reich bleiben, wenn die normalen Leute kein Geld mehr haben, um seine Güter zu kaufen. Und zweitens, weil die Wohlfahrt,
die allgemeinere Wohlfahrt meines Nachbarn auch die Quelle meiner Wohlfahrt ist, weil auch mein Leben unbequem wird, wenn allzu viele Menschen ein äußerst unbequemes Leben führen. Und darum geht's. Und deswegen hat diese Wir-gegen-Sie-Rhetorik hier überhaupt nichts zu suchen. Diese Worte aus Beton und dieser angestaubte Jargon.